Moin Leute und willkommen zurück zu Start auf die Karte mit der Schnorrer, der Fuber. Mach mal deine Leuchte da aus. Aber dann sehe ich dich nicht. Hallo, ich bin enttarnt. So, ich soll auf die Karte starren, hast du gesagt, ne? Auf die Karte? Ja. So, jetzt mal, wie starren? Wieso starre starren? Auf die Karte. Ja, das war deine Öffnung. So, wir gehen nochmal zum Kopfgeldjäger, da können wir uns das gratis abholen. Was gratis abholen? Ein Fernglasgewehr. Aha. Mit Auto? Jo. Eine kaputte hier? Ach komm, die hab ich repariert eigenhändig. Eigenhändig? Oh Mann. Ich merk das schon. Ist richtig repariert, ey. Was kommt denn durch den Spoiler, den er vorne drauf hat? Achso. Dass der Luftwiderstand so. Geradeaus. Achso. Ich sollte über den Berg fahren. Ja, ja. Links. Da kennt er sich aus, kennt er nicht, ja. Lässt du mal die armen Bewohner in Ruhe hier? Bewohner vor allen Dingen. Ja, das sind unsere Nachbarn. Fährt aber auch mal schön so vorbei, dass man sich nicht trifft. Ganz schön korrekt. Links hier. Hier kann man jetzt was gratis sich abholen. Ich stehe da, kehre zum Kopfgeldvermittler zurück und Big Hank Fernglasgewehr kostenlos zu erhalten. Das steht bei mir nicht. Greetings. The pain of parting is nothing. Da kann das sein, dass du ein Kopfgeldding erledigt hast? Keine Ahnung. Hello. Hello. Here are my available bounties. See what catches your eye. Nö, das ist ein Geburtstagspaket. Ja, also müsstest du das eigentlich auch haben. Hello. Sprechen Sie über Kopfgelder? Was sind Kopfgelder? Ah, nee, da. Da ist es. Wo denn? Ganz oben rechts. Wie ganz oben rechts? Ja, ganz oben rechts. Da war es bei mir. Ich weiß nicht. Da sind drei Waffensymbole und das ganz rechte war's. Drei Waffen sind. Hallo da. Also ja, ich spreche ihn an, dann habe ich unten die Auswahl, Kopfgelder anzeigen, ja, Kopfgelder ich rede aber von oben, ganz oben, God oben, nicht speed, unten, oben. Wie oben? Ganz oben. Aktive Kopfgelder steht da bei mir. Bei mir steht verfolgte Kopfgelder. Wenn du ihn angequatscht hast, oder? Ja, genau. Dann war es vielleicht wirklich eine. Hä? Da kommt Dünz. Bei mir. Kommt bei mir nur rechts unten das Zeug. Und oben sind ist die Mission, die von den Kopfgeldern. So, wir müssen ja noch solchen Herzenplatten machen. Das war gar nicht. Sichere diese. Klar, das ist ja die Hauptmission. Das war gar nicht. Alter, dann bleibst du hier und ich fahr alleine, verstehst du? Mach doch. Hä? Ich bin hinten eingestiegen? Ja, der geht doch automatisch zum Fahrersitz dann. Warum? Aber du letztes Mal geklärt. Wo muss ich denn hin? Da wo es gelb ist. Nicht durch den Zaun. Wo ist denn hier gelb? Da, geradeaus. Ich kann gar nicht fahren. Du fährst jetzt rechts. Ja gut, das ist das andere rechts. Jetzt die nächste rechts. Was sind hier Bremsen? Leertaste eventuell. Die nächste links. Was nu? Nee, hier liegt doch eine solche Probe. Ah! Au! Wie, was war denn jetzt? Ja, jetzt bin ich schwer verletzt, ey. Ich hab dich doch nicht mehr berührt. Du hast mich umgefahren. Nee, ich bin weggefahren, also ich Junge. Ich muss zurück, also. Ist das geil? Nee, muss nicht zurück. Aber ich habe keine Ausdauer. Ja, ich bin jetzt gleich komplett müde zur Hälfte. Ich bin auf beiden Seiten jetzt verletzt. Achso, wenn wir solchen Herz machen, das überlebe ich nicht mit so wenig Ausdauer. Ach, willst du mich verarschen? Ja, wie soll ich denn das überleben? Erst sagst du, nee, bin ich nicht. Und dann ohne doch wieder. Ausdauer. Hast du keine Chips oder sowas?
Nein, ich habe ja richtige Verletzungen, wo ich mich theoretisch hinlegen müsste, was ich ja nicht machen kann. Na, kannst du im Auto hinlegen. Ja, ja. Rechts. Falsche rechts. Du fährst in die falsche Richtung. Gib kein falsch. Hä? Gib kein falsch. Klar. Hier, rechts. Umweg hier, ey. Mann. Lass doch mal unsere Freunde in Ruhe. Kein Wunder, dass die uns nicht mehr besuchen. Hast du gerade Sirene an? Das ist der Hupensound, das ist ja geil, Alter. Oh, da ist ja auch noch ein solchen Herz, solchen Probe. Und gut, dass sie ja kaputt ist, ey. Der macht Sachen. So, welchen nehmen wir denn? Oh, Zombie-Angriff kommt. Der ist ja... Hä, warum spawn ich in einem Auto? Weiß ich nicht. Aber jetzt kommt Zombie. Zombie! Ich hab den ausgewählt und bin direkt im Auto gespawnt. Nicht mal Waffen ausgerüstet hier. Oh, da ist ja ein Fetter rübergekommen. Ich hoffe, das ist der letzte, weil ich kann nicht mehr für immer. Achso, dann nimmt da die Dings raus, ich verstehe. Kannst du mal alles töten da, bitte? Ja, du machst ja nichts wie immer. Ja, ich musste doch noch ausrüsten. Können wir denn mal weiter? Ich klatsch dir gleich einer. Was denn? Ja, wer hat mich denn hier überfahren, hä? Ich hab dich null überfahren. Du hast mich komplett überfahren. Hab ich nicht. Hast du doch. Nicht. Ich wechsle mal den Charakter. Ach. Wie war denn das? Jedes Mal vergesse ich das. Ja, in der Mitte laufen und E drücken. Hey, du bist doch bei der Krankenstation. Ja, da will ich ja auch hin. Ich sehe gerade Magane. Achso. Magane? Ich glaube, ich habe gar nicht genug Muni mit, denn wa? Links. Fahren ist gar nicht so einfach. Das nächste rechts. Huch. Da wollte ich nicht drüber fahren. Und dann die nächste links. Hier. Nein, Straße. Straße. So.
Also richtige Straße oder? Richtige Straße. Aber da sind wir mal direkt einmal, glaube ich, nachtanken, zur Sicherheit. Oh. Hey, was war das? Achso. Voll das Leck durch den Ladebildschirm, ey. Ich dachte, jetzt kommt voll ein Video oder so. Schon Besuch. Ja. Hallo. Hallo. Toll. Ist schon versorgt? Ich auch gleich. Ich habe auch gleich solche abbekommen. Ich guck mal kurz, ob man hier irgendwie aufs Dach kommt oder so. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Posi dann. Ich tank mal, ja. Ja. Toll, bin auch direkt verseucht, ey. Ih, was ist das denn? Da war so ein Dicker drin. Also, Eingang ist jetzt erstmal verseucht gerade. Wir kommen nicht hoch. Wer kommt nicht hoch? Na, wie komme ich aufs Dach? Ich bin doch auf dem Dach. Hä? Hä? Wo ist denn hier eine Leiter? Wieso, da kletterst du einfach hier auf die Tonne und dann kletterst du hoch. Ach, krass. Cool. Okay. Da ist noch so ein... Oh, hier ist wieder so ein ganz fetter. So ein Koloss? Ja, ja. Da vorne auf der Straße, siehst du den? Ach, fuck, ja. Uiuiui. Der hätten wir jetzt das MG gebraucht. Der kommt der dann auch an, ne? Wenn wir jetzt hier reingehen. Geh ich mal von aus. Der hier hochgesprungen kommt? Nee, glaube ich nicht. Du hast MG auch noch mit. Ich hab wirklich nur einen Bogen. Und drei Schuss. Ich habe auch nicht viel Munition. Also ich glaube nicht, dass wir die mit Waffengewalt runterkriegen. Nee, das sowieso nicht. Hatten wir den denn letztes Mal überhaupt kaputt bekommen? Ich glaube ja. Ne? Und da habe ich auch mit dem Auto versucht, den Platz zu machen. Und der geht ja auch nicht weg, scheiße. Der kommt ja dann hier an, wenn wir anfangen, ne? Ich von aus, ja. Ja, wir können ja anfangen und dann... Du beobachtest den? Der kommt gerade schon über die Straße so halb. Also du musst dich dann beeilen, denke ich mal. Erstmal muss ich das Herz finden. Jetzt geht er wieder weg. Wo ist denn das hier? Ich hab's gefunden. Ich kann durchsuchen machen. Achso, da hier eine Kiste steht. Yeah, I bet I'll be using this soon. I can't believe this is my plan. Einer kommt angelaufen, langsam zu dir. I'm gonna fucking drop. Oh, ich hab keinen Sprint mehr. Warum habe ich denn keinen Sprint? Kommt denn der andere auch? Der Dicke kommt. Ernsthaft? Ja. Oh ja, ich höre ihn. Wo ist mein Essen? Ja, die kommt zumindest nicht hoch.
Weißt du, der beim nächsten Mal draufhauen sollte ich vielleicht aufpassen. Der rennt wieder weg, oder? Der wäre doch lustig, wenn er jetzt wegrennt. Nee. Hauptsache macht dein Auto nicht kaputt. Ja, ich gehe extra hier ein Stück. Bist du jetzt runterhüpft? Nee. Nee. Ich glaube, der rennt jetzt hier die ganze Zeit lang. Oh, jetzt ist er gegen das Auto. Er hat gerade geblutet. Hast du denn hier eine Waffe? Und was? Jetzt hat er den einen. Da steht beschissen. Ich glaube, ich treffe jetzt. Ich glaube, der hat eben nur Akku verloren. Ich hab keinen Schuss mehr. Pistole alle. Weil ich halt schon die Hände hoch. Kannst du den Kleinen da auch noch wegmachen? Den Dicken? Und hier vorne kannst du noch schießen, obwohl ich stehe. Der ist noch nicht down. Lol. Guck mal, wie schießt er den? Can't do it. Ich geh mal wieder draufhauen, ne? Jo. Diesmal vielleicht mit. So, erstmal gucken, ob hier noch und wo Leute sind. Diesmal meine Ausdauer aufpassen. I'm sorry, are you hurting? We'll have some more. Besuch, Besuch. Ich muss hier mal etwas schnell weg. Oh, da kommen ganz viele. Pass auf. Finden hier. Ja, lass doch ein paar weg. Oh, da kommt richtig viele. Ja, das liebe ich. This thing's about to break. Nein, zieh dich runter. Alter, wie viele hier kommen. Heftig. Huch. Der haut einfach ab. Alter, armer Auto. Noch mehr. Aua, die beißen mich. Ja. Oh, ich sterbe gleich. I feel like shit. Fucking plague zombies. Mit so viel mehr ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Wollen wir erstmal vielleicht gucken, ob da noch was zu looten ist drinne? Das können wir machen. Hier ist noch ein Zombie am Fenster. Hä? Ich hab mich gegriffen. Oh, der beißt mich. Voll, gut. Jetzt mich verarschen. So, mit dem habe ich jetzt noch 2 Stunden 29 Minuten. Der hat mich gerade so ein richtig böser gebissen. Fuck me, that's gonna suck. Krach immer. Oh, nix Jagdarmbrust habe ich bekommen.
schön. Da kann ich dann die anderen Dinger bestimmt benutzen. Zum Glück bin ich so richtig schön verletzt, ey. Guck mal, wie ich hier rumtanze. Ich sehe meine Kisten nicht. Hier war irgendwas mit Durchsuchung. Oder? Hat den Schrank vielleicht nicht gesehen. Handwerkerbuch, was bringt das? Oh, ich habe eine C4-Ladung, die können wir benutzen gleich. Na, damit kann man bestimmt seine Skills verbessern irgendwie. Das kann sein. Munition, nice. Ich muss mal wieder hier durch. Schaltet die Schmiede und Kaserne 2 frei und ermöglicht die Herstellung von Waffen. Bist du hier oder? Hallo, kannst du mal bitte aus dem Weg gehen? Ja. Nee, geht nicht. Jetzt. Siehst du hier noch was Blaues? Hier, wir brauchen nicht. Yeah, can't do it. Okay, ich habe zumindest jetzt ein bisschen Munition wieder gekriegt, das ist top. Soll ich mal draufhauen? Nee, lass mir meine C4-Ladung benutzen. Mach das. Wo ist denn das? Gleich erster Raum da. Der zweite Raum. Sorry. Das gut, dass hier gerade eine Horde vorbeiläuft. Die verfolgen mich. Ich muss auch den Zünder starten. Guck mal, jetzt rennen sie weg wegen dem Krach. Seuchenherz zerstört. Aber Seuchenherz. Achso, das war Hauptmission, sagst du. Jetzt rennen sie rein. Das ist nicht verkehrt. Dann können wir ja abhauen. Na, ich will meinen Loot noch holen. Ach ja, stimmt, da ist ja noch Loot drin. Das Auto sieht auch schon wieder kaputt aus. Zum Glück bekommst du Loot. Ich nicht. Ach, hier ist noch eine Kiste. Jetzt sehe ich das mit den Taschen. Das ist ja cool. Ja, frag ihn mal. Erste Hilfekasten, ne? Kann ich auch nicht. Ich habe hier noch Schrauben. Hast du Schrauben ausgerüstet? Nein. Dann lassen wir die mal hier. So. Aber hier dieses Buch, das brauchst du doch. Ich kann doch damit eh nichts anfangen. Dann packst du einen Kofferraum. Stimmt, wir haben ja einen Kofferraum. Sagst du mir jetzt, weißt du? Falsches Auto. Du bist ein Typ. That's my last one. Oh, wir haben auch nur 2 Slots frei, ja? Ja, ne, ich hab hier irgendwo hatte ich noch ein paar Sachen, glaube ich. Also ich hätte auch, glaube ich, noch Platz und sowas. Also Kofferraum ist jetzt voll. Ah, hier ist ja auch noch alles voll. Kann ich den nicht ausrüsten? Doch, jetzt habe ich noch mehr Platz. That's a lot of shit. Achso, da oben drauf. Wo er hier das immer hinschmeißt. Damn heavy. So, ich habe noch einen Platz im Rucksack frei. Ein
Und im Kofferraum hast du gesagt, ist auch noch was frei, ne? Im Kofferraum ist alles voll jetzt. Hier drin ist auch noch alles, noch einige Sachen gelb. Ja, ich bin jetzt aber auch... Und wo hatte ich hier noch einen Schrank? Bin jetzt komplett auch voll. Ach, hier. So. Also ich bin komplett voll. Dann machen wir erstmal ein Folgenpäuschen. Können wir erstmal ein Folgenpäuschen machen. Fucking Plague Zombies must think they own this town. Spitze, bedanke dich. Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.